Als allererstes, bevor ich in die VGC gehe, hole ich mir erstmal das Arcani ab. So, die Taktik bleibt, ich will die durchbekommen. Keine Beeren, okay. Unheilstafel schwächt den Angriff, okay. Bizarro-Raum und Voltwechsel. Voltwechsel. Was wäre ich eigentlich für ein Terra? Terra Eis. Boah, Terra Eis auf den? Oh mein Gott, das wäre übel nice. Ich weiß normalerweise immer Voltwechsel. Boah, bitte nicht auf Maxax. Ach, das bin ich. Ups. Er macht auch bitte nicht auf Maxax, ey. Das kann ja nicht sein. Okay. Das ist sehr effektiv. Ich glaube, ich kriege den Bizarro-Raum raus. Ah, sehr groß. Nice. Gourmet. Ah, dieses scheiß Fischdinger. Das Kack-Fischding. Kann ich nicht aus Schutzschild? Nee. Lunargebiet, was macht das? Gebiet nur halt bei sich und seinen Kampf beteiligt mit Schutz in KP und den Gegenstand von auf. Das mache ich, glaube ich. Und hier wechsle ich auf Rosa Luna. Er wechselt auch, krass. Koloval, weil der schön langsam ist, oder was? Wie viel hält das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wie viel hält sich das jetzt? Full. Oh, ist schön. Flammensturm. Hä, wieso hat der Flammensturm gemacht und wechselt vorher? Oh, ist der dumm? Das hat ja mal gar keinen Sinn gemacht. So, du kriegst erstmal eine Fassade ins Gesicht. Oder ein Steinhagel. Aber ich habe keinen Bock, nicht zu treffen, deswegen gehe ich auf Fassade. Yoshi, danke für den Follow. Ah, Eissplitter. Eierschlagattacke. Aber Fassade muss den killen. Ciao. Den Flammensturm habe ich ja mal gar nicht verstanden. Was war denn seine Taktik? Was war denn da seine Taktik? Habe ich nicht verstanden. Ich mach mal Lunargebet. Fassade. Madi, moin moin, danke für den dritten, mein Bester. Guten Morgen, vielen, vielen Dank für den dritten. Vielen, vielen Dank. Der Giga saugt mich tot. Okay, er zieht es jetzt unnötig noch in die Länge. Unnötig.
Moin, Tanky. Ja, machen wir mal einen Flammenblitz, ne? Ein Blitzchen. Schön, das war der erste Win. Let's go. Ab zum nächsten. Mimikma, okay. Und Salty direkt. Direkt Salty. Will er direkt seine Salzsachen auf Cresselia drücken? Mimikma kann eine Geistattacke. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Cresselia davon stirbt. Ehrlich gesagt. Schwerttanz. Das ist gut. Pökelsalz. Okay. Er hat es auf Regieleki gemacht. Verstehe ich nicht. Oder hat er das kommen sehen? Aber Erdbeben wird jetzt beide killen. Und ich bin schneller. Spielt Überreste auf Mimikma. Okay. Erdbeben. Das sollte eigentlich ein Mimikma killen. Ja, bin ich mir eigentlich sicher, dass das ein Mimikma killen sollte. Ja. So will ich das sehen. Überleg, ob ich wegen Pökelsalz beide einfach auswechsel. War das gerade Würfelzuckerkopf? Das war Salty, ja. Ich meine, bei dem Schaden kann ich auch drin bleiben, wenn ich mich jede Runde einfach wieder hochheile. Guten Morgen, Chin. Was macht er jetzt? Kannst du auch nochmal ein Erdbeben bekommen, wenn du möchtest. Ja, dann mache ich doch direkt nochmal ein Erdbeben. Lunargebet und Erdbeben, bitte. Sie haben Erdbeben bestellt. Kommt sofort. Erdbeben einmal zu mitnehmen. Erdbeben to go. Wenn er nicht mit irgendeinem Schutzschild macht, sind beide tot. Nur Flug kann dir jetzt noch helfen. Hast du Flug? Oder normal Turbo-Tempo? Feuer. Du bist tot. Also, da hast du gerade gesehen, dass ich Erdbeben gedrückt habe. Der ist weg. Tschö. Ich verabschiede mich schon mal. Ja. Das war ja mal ein chilliger Kampf. Zweimal Erdbeben. Tschö. Für alle, die das Team mal nach oder auch spielen wollen, mir ist eben aufgefallen, mir fehlen noch ein paar AP Plus. Ich zeige euch aber mal den Leihcode, weil das ist vielleicht spannend. Hier ist der Leihcode für das Team, da oben steht er.
Das Einzige, was da aktuell fehlt, sind AP Plus auf Lunargebet. Das ist so das Einzige, was mir aktuell aufgefallen ist, weil ich konnte es nur fünfmal drücken. Aber ansonsten könnt ihr das einmal nachspielen. Gucken wir mal. Ja, ich muss Terran. Senkt auch noch die Verteidigung. Und Bedroher, krass. Ich mach's auf jeden Fall. Ich brauche den Bezauberer unbedingt draußen. Geht der direkt auf Turbo-Tempo? Wenn er direkt Terrat auf Arcani Turbo-Tempo, könnte Rege Eliki tot sein. Ohne überlebt, sehr gut. Moin Cat. Hättest du gezerrt, wäre ich tot. Und hättest du ein Leben-Orb drauf, wäre ich auch tot. Ich überlege, weil wenn er eine Eisattacke macht, tut mir das weh. Wenn er jetzt eine Eisattacke auf Rieleki gemacht hat, würde ich vielleicht ihn reinbringen. Damit bin ich auch schneller und kann auch viel killen. Ausnahmsweise mal abgewandelt. Kein Ursaluna, sondern Eisenhand. Mal gucken. War das richtig? Wenn er eine Eisattacke macht auf Eisenhand, dann war es komplett richtig. Eiskreisel. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ursaluna wäre... Ja doch, Ursaluna wäre, glaube ich, gestorben. Ich glaube schon. Ja. Würde ich sagen. Ursaluna wäre tot. Oh. Ich will den Mogelhieb unbedingt ausnutzen. Ist der für mich gefährlich? Ich will... Boah, Mann, ey. Ich mach Mogelhieb. Ha, alles richtig gemacht. Gelesen. Er wollte wieder Turbo-Tempo drücken. Und jetzt kannst du Turbo-Tempo machen, wie du willst. Ich hoffe, es passt so. Er hat kein Turbo-Tempo gedrückt. Okay, tschö. Genjutsu. Kein Turbo-Tempo. Killt das. Das killt! Cresselia, best Pokémon. Andersrum wäre nicht gut gewesen. Perfekt. Epitaph, okay. Okay. Okay, Doki. Mondgewalt. Wen wird er terran? Wen wird er terran? Er terrat safe Epitaph. Würde ich sagen. Was für ein Diamond Head. Er macht bestimmt Terra auf Epitaph. Auf was hat er da? Pflanze oder so ein Kack, ne? Was spielt man darauf? Heutzutage? Er macht auf ihn! Unerwartet. Auf Boden. Egal, Ableitieb könnte ihn trotzdem killen. Schutzschild. Okay, aber dann alles richtig gemacht, weil ich bin nicht auf Epitaph gegangen. Gut. Macht der Erdbeben. Trifft Cresselia nicht. Aber Eisenhand ist tot. Er macht Erdbeben. Krass, okay. Eisenhand tot. Wenn Bezauberung noch läuft, bringe ich Ursaluna. Ansonsten... Eisenhand überlebt das! Oh mein Gott! Eisenhand Beast!
Eisenhand ist ein Biest. Überlebt! Tschö! Eisenhand ist ja ein, ist ja eine Wall, Alter. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, der Erdbeben killt den safe. Guter Schaden. Nahkampf. Okay, kriegst du. Dafür ist deine Verteidigung down. Guts Pokémon, ja Mann. Bizarro-Raum vorbei, jetzt kommt Regieleki. Ich zeig ihm meinen Ursaguna nicht mal. Oh, hat er eine Erschlagattacke? Weiß ich gar nicht. Ich mache mal Bizarro-Raum, falls ich gleich noch Ursaluna bringen muss. Und mache hier ein Blitzgefängnis. Hoffentlich trifft das. Ja, trifft. Oh. Geil. Geiler Kampf. Ich ohne Ursaluna. Und das war so, also wie gut habe ich den predicted? Let's go.